Ja, willkommen zurück zu Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Wir haben schon angefangen, mit Torus zu sprechen, denn Diego hat uns ja nahegelegt, uns mit Torus in Verbindung zu setzen, da wir auch in die innere Burg müssen, um den Feuermagier den Brief zu übermitteln. So, dann quatschen wir weiter mit ihm. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ja, die 1000 Brocken werden wir definitiv nicht bezahlen. Wobei, wir können es ja mal versuchen. Ich hab die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Verarsch mich nicht, Kleiner. Du hast keine 1000 Brocken Erz. Ja, das ist wohl so. So, ich muss in die Burg. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand, vergiss es. Schon vergessen. Ja, super, so kommen wir auch nicht rein. Okay. Ich will für Gommes arbeiten. Ach, und wieso glaubst du, ist Gommes daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Ja, das ist eine gute Frage, aber Diego hat gesagt, dass du entscheidest. Diego sagt, du entscheidest, wer Gommes interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gommes in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Alles klar, gut. Wir täuschen uns, also wir wollen natürlich Wassermagier werden, das heißt, wir müssen uns dem neuen Lager anschließen. Wir nehmen trotzdem alle Aufgaben hier mit, damit wir ja möglichst fortgeschritten im Level sind. Ich meine, wir müssen ja eh Level 5 sein letztendlich, um uns für ein Lager zu entscheiden. Abgesehen davon, wie unser Stand beim jeweiligen Lager ist. So. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gommes Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Ah ja. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Okay, wir nerven ihn noch ein bisschen. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gommes Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay, was hast du denn für eine Aufgabe? Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Ah, er hat sozusagen einen Freifahrtschein für seine Machenschaften. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Oh, das tat bestimmt weh, also gehe ich mal stark von aus. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier
stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ah, verstanden. Wo ist er denn? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ans Lager. Aber der Mordrak ist, glaube ich, auch der, den Drax und, wie heißt der, Redford erwähnt haben, dass er uns zum neuen Lager bringen könnte oder uns zeigen könnte, wo es ist. Da werden wir später drauf zurückkommen. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Okay, wegen Mordrak brauchen wir jetzt natürlich nicht anfangen. Die anderen Punkte haben auch durch. Wir kommen nicht in die Burg, solange wir nicht entweder die 1000 Erzbrocken haben oder einem bzw. dem neuen Lager angehören. Genau, das war's erstmal mit Torus. Ansonsten schauen wir mal hier weiter. Mit dem Grimm wollte ich noch nicht sprechen. Nee, das möchte ich noch nicht machen. Denn das ist ein wenig tricky. So, wenn ich das richtig in Erfahrung habe. So, wir gehen mal ein wenig. So hängen da zwei Hämmer in der Luft. Ein wenig hier vorbei. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Da vorne ist ein Typ. Und auf den habe ich keinen Bock. Deswegen werde ich mal kurz speichern. So, Moment. Magier 04. So, unser vierter Speicherpunkt. So, ich schleiche mich mal hier dran vorbei. Denn sobald der einmal unten dran ist, wird er uns auf ewig folgen und uns nerven und rumjammern. Naja. Okay, was haben wir denn hier? Spuff. Wie steht's? Nicht schlecht. Ach, Snuff. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ja, das N sah aus wie ein P, es tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Okay. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Na gut, dann hoffen wir mal, dass wir nicht so versagen wie Neck. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Ja. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Okay. Werde ich mir merken, das ist eine ziemlich einfache Aufgabe, die werden wir auch wahrscheinlich mit als erstes erledigen. So, mit dem müssen wir auch sprechen. Der, egal, machen wir einfach mal. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann
werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Wir müssen also ein Diebestalent erlernen. Da wir noch keine Punkte haben, da wir noch kein Level-Up hatten, gestaltet sich das erstmal als ein wenig schwierig. Da fällt mir ein, wir sollten doch noch von Torus aus mit Diego über eine Aufgabe sprechen. Das habe ich ganz vergessen am Anfang. Deswegen werde ich nochmal schnell zurück den Diego aufsuchen. Der hier wahrscheinlich irgendwo rumgammelt. Da ist er. Warte mal. Ach nee, das ist Grimm schon wieder. Okay. Diego, steh auf, mein Freund. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Ja, also noch mehr wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Alles klar. Wo finde ich die wichtigen Leute? Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Na gut. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Okay, ja, da waren wir gerade schon beim Fingers. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Ja, mit der Liste müssen wir noch mal ein wenig schauen. Okay, sie sagt, die darf dem neuen Lager nicht in die Hände fallen. Gut. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Scheint wohl wieder Zauberwort zu sein. Diego schickt mich und schon steht mir die Welt zu Füßen. Liegt mir die Welt zu Füßen. So. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Alles klar. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Okay, das möchte ich jetzt allerdings nicht, beziehungsweise ich kann es auch nicht. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Da wir noch kein Level-Up hatten. So, wie steht's mit meinem Ansehen? Wir können uns das jetzt einmal anhören. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Na gut, na klar, wir haben ja auch noch nichts getan. Mach's gut. Weswegen wir auch hier keine Pluspunkte gesammelt haben. Ich habe ja angefangen, die Aufgabe für den Koch anzunehmen, wobei ich glaube, er hat nicht wirklich was zu sagen. Der Fingers hat uns beauftragt, dass wir ein Diebestalent lernen sollten und der Torus möchte, dass wir Mordrak aus dem alten Lager vertreiben. So, das werden wir auch früher oder später tun. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich gehe mal hier unten rum, denn da steht schon wieder ein Gesell, mit dem ich erstmal keinen Kontakt haben möchte. So, wer ist das hier?
Gravo. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay, und wie macht der das? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Alles klar. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Ja, danke, Kumpel, das werden wir tun. Also wir haben jetzt einige Namen gehört, mit denen wir später auch noch quatschen werden. Gut, dann werde ich mal hier unten weitergehen. Ich weiß, wir müssen da oben noch eine Karte holen. Das werde ich auch nachher noch tun. Beziehungsweise in einem zukünftigen Part. So, wen haben wir hier? Nur Buddler, die nichts zu melden haben. Genau. Es ist schon ziemlich dunkel geworden. Die NPCs, wie ihr seht, gehen ihren Tagesablauf nach. Das heißt, es kann sein, dass die auch irgendwann pennen sind und dann muss man halt bis zum nächsten Tag warten. So, das ist doch Whistler. Den Namen haben wir doch gerade bei den einflussreichen Leuten gehört. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Natürlich nicht. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Ah ja, die haben sich gezofft. Okay. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Oha, okay. Okay, hier mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Okay. Wir haben eine neue Aufgabe. Wir sollen Whistlers Schwert besorgen. Das Breitschwert mit den Ornamenten. Doch ich denke, bevor wir das tun, mache ich hier einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Also, bis dann.